Bist du in Schwierigkeiten, in einer notvollen Situation, in Problemen? Steckst du in einer Situation, wo du sagst, das Leben spielt mir übel mit, das alles, was mir hier passiert, ist nicht fair? Wenn es dir so geht, möchte ich dich von ganzem Herzen einladen, dir einmal die Bibel zu nehmen und dir die Zeit zu nehmen, in 1. Mose die Kapitel 37 bis 50 zu lesen. In diesen paar Kapiteln steht die Geschichte von Josef. Und ich garantiere dir, sie wird dich ermutigen, sie wird dir Vision geben. Denn Josef, etwa ab dem Alter von 17 Jahren, erlebte eine Katastrophe nach der anderen in seinem Leben. Bis er letztlich im Gefängnis landete. Und zwar in einer Art Hochsicherheitsgefängnis des ägyptischen Palastes. Und wir müssen uns bewusst machen, das war vor über 3000 Jahren. Das war ein Ort des Schreckens, das war ein Ort der Folter, das war ein Ort, aus dem gab es kein Entrinnen. Das kann man nicht mit einem Gefängnis von heute vergleichen. Und dort war er, kein Mensch kannte ihn, die Leute im Palast kannten ihn nicht. Sein ehemaliger Besitzer Potiphar hatte ihn aufgegeben. Seine ganze Familie hatte gar keine Ahnung, wo er war, nur Gott wusste, wo er war. Und an diesem Ort, vergessen, verlassen, vollkommen hoffnungslos, da war er und harrte der großen Verheißungen, die Gott eigentlich für ihn ausgesprochen hatte. Denn Gott hatte eine mächtige Berufung auf ihn gelegt. Und da war er und sah keinerlei Ausweg aus dieser Situation. Aber irgendwann griff Gott ein, nahm ihn aus diesem Problem heraus, brachte ihn in seine Berufung, segnete unzählige Menschen durch ihn und bewirkte, dass Gottes Absichten in seinem Leben wirklich zustande kommen. Und das Ende vom Lied, das lesen wir in Kapitel 50. In Kapitel 50, Vers 20, sagt er zu seinen Brüdern, die ihn ja verkauft hatten, die ihn ja in die Sklaverei hineingetrieben hatten: Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das ist ein Geheimnis. Wenn dir in deinem Leben Böses widerfährt, wenn Dinge negativ sich entwickeln, wenn du in Druck bist, wie Gefangenschaft bist, wie Sklaverei bist, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, das alles ist Böses in deinem Leben. Aber Gott kann das nehmen und kann es zum Guten wenden. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, ich fühle mich wie in einem Gefängnis, dann halte fest daran, dass Gott dich zur richtigen Zeit rausnimmt und in die Position bringt, die er eigentlich für dich hat. Hast du Verheißungen von ihm empfangen? Hast du gehört, dass er etwas mit deinem Leben vorhat, dass er etwas tun möchte? Halte daran fest und du wirst sehen, dass du hineinkommst. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, wie uns die Schrift auffordert. Gott kann das Böse, was in deinem Leben passiert, die Schwierigkeiten, die notvollen Situationen, die Wüste, durch die du gehst, die Gefangenschaft, in der du steckst, die Sklaverei, nehmen und zum Guten wenden. Und das ist das, was ich dir weitergeben will. Nimm diese Geschichte in 1. Mose, die Geschichte von Josef, und übertrag sie auf dein Leben. Sag, wo stecke ich jetzt? Und ich will festhalten, ich will mit dem Herrn weitergehen, ich werde mich nicht entmutigen lassen und ich werde mit ihm genau an den Punkt kommen, wo er mich haben will. An den Ort, wo ich dort bin, wo er mich haben will, den er für mich vorbereitet hat. Ich werde das erlangen, was er für mich hat. Und ich lasse mich von den Umständen, in denen ich momentan stecke, nicht berauben, nicht mich fertig machen lassen, sondern ich weiß, Gott hat einen Ausweg, auch wenn ich ihn nicht sehe. In dem Sinne glauben wir, Gott hat viel mehr für dich.